Bist du ein außerordentlicher, fürsorglicher, sozialer Mensch, der beliebt und immer bereit ist zu helfen? Dann gehörst du vermutlich zu dem Persönlichkeitstypen des Konsuls. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Coaching Akademie Tanja Mink. In diesem Video erhältst du einen Überblick über den Konsul mit all seinen Stärken, Schwächen und möglichen Karrierewegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und gute Reflexion mit den Eigenschaften dieser Persönlichkeit. Und bitte nimm nur das davon mit, was für dich stimmig ist und steck nicht alles in eine Schublade. Ja, vielen Dank. Der Konsul. Der Konsul ist eine Person mit den Persönlichkeitsmerkmalen extravertiert, aufmerksam, Gefühl und Urteilsvermögen. Sie sind menschenbezogen und sie nehmen sehr gern an ihrer sozialen Gemeinschaft teil. Für einen Konsul ist das Leben am schönsten, wenn er es mit anderen teilen kann, wenn sein Leben geteilt wird mit seinem Umfeld. Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp, die bilden das Fundament vieler Gemeinschaften. Sie sind großzügig und zuverlässig. Konsule sind wahre Altruisten. Sie nehmen ihre Verantwortung ernst, etwas zurückzugeben, anderen zu dienen und das Richtige zu tun. Konsule haben einen klaren moralischen Kompass und es kann für sie geradezu verblüffend sein, wenn die Handlungen anderer Menschen also damit nicht immer übereinstimmen, wie sie selber denken. Die Stärken des Konsul. Der Konsul, haben starke praktische Fähigkeiten. Sie sind ausgezeichnete Manager für alltägliche Aufgaben und für routinemäßige Wartungsarbeiten und sorgen dafür, dass diejenigen, die ihnen nahestehen, gut versorgt sind und betreut werden. Dann haben sie ein starkes Pflichtgefühl. Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp Konsul haben ein starkes Verantwortungsbewusstsein und bemühen sich, ihren Verpflichtungen nachzukommen, koste es, was es wolle. Auf sie kann man sich wirklich verlassen. Dann sind sie sehr loyal. Konsule legen ganz großen Wert auf Stabilität und Sicherheit und sie sind bestrebt, den Status quo zu bewahren, was sie zu äußerst loyalen und vertrauenswürdigen Partnern oder Mitarbeitern macht. Sie sind sensibel und warmherzig. Um Stabilität zu gewährleisten, bemühen sich die Konsule um Harmonie und sie kümmern sich intensiv um die Gefühle anderer Menschen. Wobei sie darauf achten, niemanden zu beleidigen oder zu verletzen. Die Konsule sind starke Teamplayer und beiderseitige Win-Win-Situationen bereiten ihnen am allermeisten Freude. Sie sind gut darin, sich mit anderen zu verbinden. Diese Eigenschaften, die kommen zusammen, was ich an Stärken erwähnt habe, und machen Konsule zu sozialen, umgänglichen Menschen und dadurch sehr beliebt. Die Konsulpersönlichkeiten, die haben ein starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit und helfen dabei, auch eine aktive Rolle dann in der Gemeinschaft zu übernehmen. Die Schwächen des Konsuls. Sie können unflexibel sein. Konsule legen also großen Wert darauf, was gesellschaftlich akzeptabel ist und können sehr vorsichtig, ja sogar fast kritisch gegenüber allem unkonventionellen Neuen sein oder abseits des Mainstreams. Ja? Also sie sind da schon sehr so in der Mainstream ganz oft drin. Dann sind sie zurückhaltend bei Innovationen. Also wie sie das ungewöhnliche Verhalten anderer kritisieren können, sind Konsule möglicherweise also auch nicht bereit, ihre eigene Komfortzone zu verlassen. Normalerweise aus der Angst heraus, anders zu sein. Dann können sie anfällig für Kritik sein. Also es kann besonders schwierig sein, so diese Tendenzen zu ändern, weil Konsule so konfliktscheu sind.
Sie können defensiv und auch sich verletzt fühlen, wenn jemand, also insbesondere dann, wenn es eine nahestehende Person ist, ihre Gewohnheiten, Überzeugungen, ja, oder Verhaltensweisen kritisiert. Dann sind sie zu selbstlos. Also die andere Seite davon, dass Konsule manchmal versuchen, ihren Wert mit liebevoller Aufmerksamkeit zu beweisen und über die eigenen Grenzen zu gehen, macht sie sehr, sehr selbstlos. Und oft vernachlässigen sie dabei eben oft ihre eigenen Bedürfnisse. Die Karrierewege vom Konsul. Ja, die Konsule sind bestens organisiert. Die bringen gerne Ordnung und Struktur an und in ihren Arbeitsplatz und arbeiten oft am besten in Umgebungen mit klaren, vorhersehbaren Hierarchien und Aufgaben. Karrieren zum Beispiel als Administratoren sind eine natürliche Ergänzung, die es den Konsuln ermöglicht, also nicht nur eine Umgebung, sondern auch die Menschen da drin zu organisieren. Ihre praktischen Fähigkeiten verbinden sich gut mit ihrer Zuverlässigkeit, was Konsulpersönlichkeiten zu überraschend guten Buchhaltern, Kontrolleure macht. Obwohl sie es meistens vorziehen, ich sage so, der persönliche Buchhalter zu sein, das heißt den Menschen zu helfen und direkt mit ihnen zu interagieren, anstatt jetzt der Unternehmensbuchhalter, die in irgendeinem Hinterzimmer nur mit Zahlen jonglieren, unabhängig jetzt von der Interaktion mit Menschen. Sie sind gute Zuhörer und begeisterte Teammitglieder. Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp sind hervorragende Anbieter von zum Beispiel medizinischer Versorgung oder auch sozialer Arbeit. Die besten Karrieren von Konsuln haben alle den zusätzlichen Vorteil, dass sie ihnen ihre vielleicht wichtigsten Anforderungen erfüllen. Nämlich sich geschätzt fühlen und zu wissen, dass sie jemanden mit ihrer Arbeit geholfen haben. Ja, liebe Konsulpersönlichkeit, wenn du dich jetzt hier mit dieser Beschreibung wiedergefunden hast, dann kannst du noch viel mehr über dich erfahren direkt auf dem Link der 16 Personalities. Wir verlinken hier in unserer Beschreibung auch darauf. An dieser Stelle vielen Dank für dein Dasein, für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns hier wieder auf diesem Kanal. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg und verbleib mit besten Grüßen an dich. Deine Tanja Mink.